Liebe Genossinnen und Genossen, die Zeit ist kurz, aber eins hat dieser Parteitag bislang in beeindruckender Weise gezeigt. Trotz der katastrophalen Niederlage ist diese Partei in der Lage, offen miteinander zu diskutieren. Sie ist in der Lage, nachzudenken, und sie ist auch in der Lage, gemeinsam nach vorne zu gehen, um wieder eine Stärke zu gewinnen, die notwendig ist für soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Und liebe Genossinnen und Genossen, keine Biografie, aber ein Hinweis, weil es mir wichtig ist, weil das ein Thema ist, was wir in Zukunft bearbeiten müssen. Ich würde hier nicht stehen in dieser Funktion als regierender Bürgermeister von Berlin, wenn nicht meine Mutter sich den Buckel krumm gemacht hätte, um einen Aufstiegsgedanken zu verwirklichen und zu leben, nämlich, dass es ihren Kindern einmal besser gehen sollte. Sie war Arbeiterin, sie war stolz darauf, sie hat dafür gekämpft, dass die Kinder einen Aufstieg haben, auch wenn das ganz, ganz schwer war, liebe Genossinnen und Genossen. Ich sage das jetzt nicht, um irgendeine Debatte hier über mich herauszulösen, sondern als Beispiel dafür, wovor wir heute stehen. Wir müssen es schaffen, dass heute auch Generationen, die gewohnt sind, in der Arbeitslosigkeit sind, die gewohnt sind, von Sozialhilfe zu leben, dass die auch eine Chance haben, einen Mut haben, einen Aufstieg zu wagen. Und dieses müssen wir organisieren als Sozialdemokraten und als Sozialdemokraten. Liebe Genossinnen und Genossen, sonst kann es nicht funktionieren. Dies gilt für deutsche Familien, aber dies gilt erst recht auch für Familien mit einem Migrationshintergrund. Und auch da muss dieser Gedanke geweckt werden. Warum sind denn die Menschen aus ihren Ländern weggegangen? Sie sind doch nicht weggegangen aus der Türkei oder aus anderen Ländern, weil sie nicht ihre Heimat geliebt haben. Sie wären doch gerne dort geblieben. Sie sind weggegangen, weil sie sich bedroht fühlten durch Krieg, durch Elend oder durch wirtschaftliche Situation. Gerade weil sie keine Perspektive mehr für ihre Kinder gesehen haben. Und deshalb müssen wir doch daran appellieren, dass sie deshalb nach Deutschland gekommen sind und deshalb auch Migrationsfamilien eine Aufgabe haben, ihre Kinder zu fördern, damit sie eine bessere Zukunft haben. Und das bedeutet auch, dass sie in erster Linie Deutsch lernen, damit sie im Bildungssystem mithalten können. Liebe Genossinnen und Genossen, auch das ist eine Erkenntnis, die wir im Bereich der Integrationspolitik haben. Und auch dafür müssen wir kämpfen. Und ein zweiter inhaltlicher Punkt, den man nicht lange ausführen kann, der mir aber heute auch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wir sind hier in Dresden heute. Vor über 20 Jahren hätten wir hier nicht stehen können. Und wir haben gerade am 9. November 20 Jahre friedliche Revolution und 20 Jahre Mauerfall gefeiert. Und wir waren so glücklich am 9. November 1989. Alle Menschen in Ost und in West, wir lagen uns in den Armen. Und es ist eine riesige Aufbauleistung, die in den letzten 20 Jahren hier erfolgt ist. Durch Ost und durch West und durch die Menschen, die das erreicht haben. Und dafür sollten wir gemeinsam dankbar sein. Und dies haben nicht Regierungen geschafft, sondern das waren die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler. Und ich bin glücklich und stolz darauf, dass viele der Bürgerrechtler, die auf die Straße gegangen sind, ihr Leben riskiert haben, den Weg zur Sozialdemokratie gefunden haben. Und die SPD hat in den letzten 20 Jahren bewiesen, dass wir für den Aufbau Ost viel getan haben, in Solidarität aller Menschen in Deutschland. Und da sind die Vertreter aus Ostdeutschland auch dankbar, dass in Nord, in West und in Süddeutschland diese Solidarität da war. Liebe Genossinnen und Genossen, sonst hätte es nicht funktionieren können. Aber es ist auch noch viel zu tun. Und deshalb nicht aus Jammerei oder um irgendwelche Hilfe zu erbetteln, sondern deutlich zu machen, wir müssen noch alle Anstrengungen unternehmen. Und deshalb irrt Herr Ramsauer, wenn er sagt, populistisch, wir müssen Autobahnen jetzt im Westen bauen. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, das ist nicht der Ansatz. Hätte er gesagt, wir müssen die Autobahnen da bauen, wo sie am wichtigsten sind, dann wäre es eine richtige Politik gewesen, 20 Jahre nach der Vereinigung. Und dafür steht die Sozialdemokratie, eine Politik für alle Menschen in der Republik zu machen, gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen. Und dafür will ich mich auch einsetzen. Ich bitte um euer Vertrauen als stellvertretender Parteivorsitzender, damit wir gemeinsam die schwierige Zeit überstehen können und nach vorne schauen können. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit.